Bei einer Massenkarambolage im US-Bundesstaat Michigan sind mehrere Menschen gestorben, berichtete die örtliche Polizei. Videoaufnahmen des Unfalls zeigen bis zu 40 Fahrzeuge, die ineinander verkeilt auf dem Highway stehen, darunter auch Lastwagen. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll die Sicht sehr schlecht gewesen sein. Außerdem lag auf der Autobahn Schnee, teilweise soll die Straße vereist gewesen sein. Der Highway wurde daraufhin in beide Richtungen gesperrt.